Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich so recht anfangen soll. Deshalb sorry jetzt schon am Anfang, falls das Video ein bisschen unstrukturiert sein sollte. Wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben, ist der Franz Grossmann am Sonntag schwer in Mexiko gestürzt. Er ist letzte Woche nach Mexiko geflogen, um dort an einem Urban Downhill-Rennen teilzunehmen. Er wurde da eingeladen, dort dürfen nur geladene Fahrer fahren. Und am Sonntag war dann der Renntag und dort ist er so schwer gestürzt, dass er seitdem nicht mehr zu Bewusstsein kam, er im Koma liegt und ja, das Ganze ist natürlich eine sehr schwierige Situation für seine Familie, für alle Freunde und ich bitte euch jetzt in diesem Video um eure Unterstützung, um eure Hilfe. Supportet den Franz, auch wenn er das Ganze jetzt noch nicht sieht, auf seinen Social Media Kanälen wie zum Beispiel Instagram, YouTube, packe ich alles in die Videobeschreibung. Schickt ihm, denkt an ihn, schickt ihm eure positiven Gedanken. Er kann wirklich das alles sehr gut gebrauchen und der eine oder andere wird sich auch fragen, wie es zum Sturz kam. Viele von euch werden sicherlich auch schon das Sturzvideo im Internet entdeckt haben. Wir sind da so ein bisschen hinterher, dass wir es immer direkt melden, wenn es irgendwo auftaucht, weil wir finden, es gehört nicht ins Internet aus Respekt dem Franz und seiner Familie gegenüber. Kurz zur Aufklärung für die Leute, die das Video glücklicherweise nicht gesehen haben. Franz ist eine Treppe hinuntergesprungen und dort darüber befand sich ein Balkon, der viel zu niedrig war für diese Stelle. Und dort ist er mit hoher Geschwindigkeit mit dem Kopf hängen geblieben und war sofort bewusstlos seitdem. Und wie kann es zu so einem Sturz kommen? Nach einigen Recherchen im Internet und einem Video, das aufgetaucht ist, war dann schnell klar, Franz kannte diese Stelle nicht, denn sie wurde kurz vor dem Rennlauf geändert. Im Training ging es neben der Treppe auf einer breiten Straße entlang, worauf dann drei große Sprünge folgen und dann die Ziellinie. Vermutlich, das ist jetzt nur eine Vermutung, wurde diese Stelle aber geändert, da man in dem Video sieht, dass auf dieser Breitenstraße, wo zuvor die Strecke herging, alles voll mit Zuschauern war. Und in dem zweiten Video, was dann aufgetaucht ist, sieht man Franz, wie er kurz vorm Rennstart von einem Organisator Streckenposten eingewiesen wird und dieser den Fahrern erklärt, dass sie vor den letzten drei Sprüngen die Strecke geändert haben und es dort eine Treppe hinuntergeht, bei der man sich nur ducken müsste und ja, also Franz hatte es einfach nicht gesehen, keiner der Fahrer hatte es gesehen und Franz wusste vermutlich dann nur, okay, das ist die Stelle, nachdem die drei Sprünge folgen und da brauche ich den Speed, den ich vorher über die breite gerade Straße genommen habe. Und ja, bei dieser Treppe reichte aber dann leider nicht aus, sich einfach nur zu ducken und so kam es dann zu diesem verheerenden Crash. Ob jetzt die Organisatoren Schuld haben oder wie auch immer, das ist alles egal. Das macht das alles nicht besser. Franz ist verletzt und ich bitte euch um eure Hilfe. Ich habe dazu eine Spendenseite ins Leben gerufen auf der Seite GoFundMe. Ich packe den Link unten in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr Geld spenden, das natürlich zu 100% an Franz geht. Für was das Geld jetzt eingesetzt wird, weiß ich noch nicht. Dazu ist im Moment alles zu ungewiss. Es kann für Arztkosten in Mexiko verwendet werden, für die erheblichen Reisekosten seiner Familie, für Reha-Maßnahmen, die über die normalen bezahlten Reha-Maßnahmen hinausgehen. Ich möchte einfach Franz mit euch zusammen das Gefühl geben und zeigen, dass wir alle hinter ihm stehen und wenn er aus dem Koma aufwacht,
nicht vor irgendwelchen finanziellen Problemen steht, sondern sieht, okay, da kam Betrag X zusammen, okay, ich kann mich voll auf meine Genesung, auf meine Reha konzentrieren. Er soll einfach keine finanziellen Sorgen haben, sobald er zu sich kommt. Und zusätzlich wird es auch ein T-Shirt geben für Franz, das ihr ebenfalls in der Videobeschreibung findet. Dieses Trikot hat Liz entworfen und wir haben das heute erst in Auftrag gegeben. Wie gesagt, der Sturz war ja jetzt erst. Und ihr könnt dieses T-Shirt vorbestellen. Auch davon geht der Erlös zu 100% an Franz. Und es wäre wirklich schön, wenn ihr das T-Shirt dann bekommt. Wir schätzen, dass es in 3-4 Wochen da ist. Bilder postet, ihn auf Instagram verlinkt und einfach, dass, wenn er wieder da ist, zu sich gekommen ist, sieht, ey, da stehen verdammt viele Leute hinter mir und ich pack das, egal wie schwer die Reha wird. Also vielen Dank, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Franz supportet, unterstützt. Und wie geht's weiter? Ich war jetzt mit seiner Freundin Nina, hatten wir eigentlich schon einen Flug gebucht und wären morgen nach Mexiko geflogen. Da es aber aktuell so aussieht, dass wegen seinem Zustand niemand zu ihm darf, weil absolute Ruhe jetzt wichtig für die Heilung ist, haben wir das storniert und das Ganze jetzt aufgeschoben, da wir jetzt nicht wissen, wann kommt er zurück nach Europa. Wie viele Wochen oder Tage ist er noch in Mexiko? Es ist alles im Moment komplett ungewiss. Also habt bitte Verständnis, wenn aktuell, da auch aus Respektgründen gegenüber Franz und seiner Familie, noch nicht mehr Informationen nach außen getragen werden. Und sobald es dort was Offizielles gibt, werden wir das irgendwo kundtun. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken und euch bitten, Franz zu unterstützen. Ich habe hier eben noch von unserem Livestream, den wir letztens zusammen gemacht haben, unsere leeren Pizzapackungen liegen. Es ist einfach eine verdammt beschissene Situation und Franz liebt das Biken über alles und ist einfach einer der Guten, ein verdammt lieber Kerl und vielen Dank für eure Unterstützung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Haut rein.